Hey und herzlich willkommen zurück zu J-Stars. Oh mein Gott, ich muss es einfach so geil aussprechen. Victory versus. Oh yeah. Okay, nein. Okay, ich darf es nicht übertreiben. Ich darf es absolut nicht übertreiben. Ja, legen wir doch einfach mal los und segeln einfach mal da hoch zu diesem schönen Sternchen und machen da die Mission. Ja, ich weiß, du findest diesen Wassertsunami absolut atemberaubend, aber da gehen wir nachher nochmal hoch. So, hier müssen wir eigentlich hier unser Schiff ein bisschen aufpäppeln können. Ich probier's mal. Ja, es klappt. Ho, sexy. So. Leider können wir nur nicht schießen. Bringt es eigentlich was, wenn man die Schiffe abschießt? Und dann kann ja sein, dass man die Schiffe abschießt und dass man, wenn man dann dagegen fährt, dass die Gegner vielleicht mit ein bisschen weniger Schaden, mit ein bisschen Schaden schon kämpfen. Also wäre ja eigentlich theoretisch möglich. So, jetzt machen wir erstmal das hier. Ich hoffe, man hört das nicht, denn im Hintergrund blitzt es gerade. Also draußen hier ist gerade so ein bisschen Gewitter. Ich hoffe, das hört man nicht. Wenn doch, dann entschuldige ich mich auf jeden Fall schon mal dafür. Oh Gott, ich kann wieder nicht schlafen. Oh mein Gott. Warum? Der ist doch nicht normal, ey, ganz ehrlich. Oh Gott, mein Herz. Es pumpt schon wieder so sehr. Ich hab Atemnot. Oh Gott, oh Gott. Wir nehmen Gon. Und dazu nehmen wir Naruto Uzumaki from the Uzumaki Clan und nehmen dann noch diesen schönen Spasti hier. Und ja, drücken doch einfach mal Start. Und nochmal X. So, wir kämpfen in Konohagakure. Ich würde mir gerne ein paar Karten kaufen. Hä, wartet mal, da kosten für 500, auf dem Bild, für 500 JP-Punkte kann man solche Karten kaufen. Ist das jetzt ein Witz? Dann werde ich mir nachher mal welche kaufen, gleich nach dem Kampf. Hä, ich will mich ja aufrüsten, also ich will hier Babo unter dem Stern werden, also bitte. So, wir werden mal unseren neuen Freund hier einsetzen. Was machst du? Mach was Cooles. Und jetzt? Der hat einen Speer, mehr nicht im Körper drinne, also mehr ist das nicht. YOLO. Was können wir hier machen? Huh? What the fuck? Okay, was ist das? Ach, eine Angelrute. Aber das da, ey. Das muss ich testen. So, nee, das will ich doch gar nicht machen. Warum macht er das? So, Baby. Baby Hässlichkeit, du bleibst da hinten. So, und jetzt peitschen wir ein Baby mit einer Angelrute. Das wird natürlich auch FSK 18 hier. Wir machen hier ein Hardcore-Porno. So, komm. Und zack. Oh, ich habe ihn sogar erwischt. Ah, nochmal geht's leider nicht. So, werfen wir mal einen Speer in ihn rein. Was bringt denn der Speer jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen Leben oder so, wenn er so lange den Speer da im Körper drin hat. Ist das ein Giftding oder so? Keine Ahnung, also. Naja. So, wir können aufladen und dann Kreis oder man kann auch Viereck drücken. Ah, scheiße, ich muss das erst laden. Ach ja, das kann man ja auch schießen. Ihr habt das mir ja in die Kommentare geschrieben, das versuchen wir jetzt mal. Naruto, standest du gerade im Weg? Wenn ja, nicht cool. Hoho, gefällt mir. So, aber geil, jetzt machen wir den Typen mal hier fertig, sonst wird er zum Riesbaby noch. Aktivier's, Naruto. Aktivier. Soll ich doch aktivieren? Dein Ernst, Naruto? Ja, gerade noch im letzten Moment, gerade wenn ich auf die Fresse krieg. Danke, Naruto. Das werde ich beim nächsten Mal auch so machen, dass du, ja, noch Fressbrett kriegst und... Jetzt setzt erst noch als erstes ein. Was für ein Arsch, ey, wirklich. Ich komme nicht dazu. Halt ihn wenigstens auf. Dann mache ich so lange das hier. Warum hat er sein Auge zu? So, und... Scheiße. Kann ich es nochmal einsetzen? Ja. Bitte treffen jetzt auch. Jetzt hat er sein Auge offen. Gerade hatte er das zu. Wahrscheinlich war das einfach nur ein Fail. Ah gut, wir haben ihn erwischt. Was ich mir auch gemerkt habe, dass seine Attacke basieren auf Schere, Stein, Papier. Aber irgendwie habe ich jetzt da noch nicht so Schere, Stein, Papier erkannt. Also müsstet ihr mir ein bisschen erklären. Keine Ahnung, also ich habe da noch nicht so ganz Schere, Stein, Papier rausgesehen. Oder ich bin zu blind. Keine Ahnung.
Was machen wir mit dir? In der Luft kann ich irgendwie keine Kombos machen, außer schlagen. Schade, andere können was. Aber egal, wir haben ihn jetzt eh besiegt. Aber ganz ehrlich, das Ding ist trotzdem übelst eklig. Was haltet ihr darüber? Also ganz ehrlich, boah, nee. Bleibt mir weg mit dem Ding. Ich nenne es extra Ding, obwohl ein Mensch kein Gegenstand ist. Aber das ist ein Ding. Das ist kein Mensch, das ist ein Ding. Ein hässliches Ding. Ich wollte schon sagen, ein fettes Ding. Obwohl, es hat ja schon ein paar Brüste, sozusagen, wenn man mal ein bisschen genau hinguckt. Also ein fettes, hässliches Ding. Das ist es. Genau. Gott. Boah. Albtraum. Weiter geht's. Und los. Jetzt sind wir bei dieser Mission. Durchtippen, 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 durchtippen. Bei dem waren wir auch schon mal. Das ist mir schon mal irgendwie unter den Augen gekommen. Uiuiui, euer Ernst, muss ich jetzt da ganz runtersegeln. Alles klar. Nun muss das Papa Spooky auch noch machen. Oh, ernsthaft. Warum? Egal. Ja, komm, lass mal doch das Team hier. Warum nicht? Jetzt haben wir nur einmal Gon benutzt, dann benutzen wir ihn doch einfach nochmal. Aber ich finde, das Laden ist ziemlich schnell hier eigentlich, also es geht. Passt eigentlich. Wenn das auch noch so Naruto wäre in Storm Revolution, dann würde ich das total feiern. Und ich würde mal sagen, wir gehen auf Ichigo. Scheiße. Wir gehen auf Ichigo, denn der ist, glaube ich, ein bisschen einfacher wie Toriko. Die seine Attacken sind ein bisschen brutaler. Aber das würden wir schon noch hinkriegen. So. Hallo. Jetzt hast du mein Haus zerstört. Ich wollte da oben richtig cool meine Attacke runterfeuern, aber nein. Und. Toll, ich sehe nichts. Richtig episch. Und. Zack, werft den Speer rein. Nein, jetzt hat er den Speer daneben geschossen. Absolut uncool. Und. Mehr passiert dann nicht, oder was? Lol, ich habe ihn sogar in der Luft noch getroffen. Alter, habe ich dem gerade gegeben. Jetzt bin ich aber als erstes dran, ey. Dass das hier klar ist, Naruto. Ladies first heißt es hier. Ich bin eine wahre Lady. Das müsste reichen. So. Gon's Power. Zack, daneben. Weil wir aber cool sind, machen wir das einfach nochmal. Boah, jetzt hat's aber geblitzt, ey. Und nochmal. Das hättet ihr wahrscheinlich hören müssen, ey. Das lenkt voll ab manchmal. So, und Full Power. Zack. Okay, warum haben wir jetzt daneben geschossen, obwohl wir den ersten Angriff getroffen haben? Es gibt ja Attacken, wenn man den ersten Angriff trifft, macht er noch einen zweiten Angriff dazu. Und es geht ja nur, wenn man den ersten trifft. Also, Fail. Wie so ein Fail, warum ich auch meine Augen gerade zu hatte. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Gon spinnt irgendwie gerade. So. Eigentlich wollte ich ja gegen Ichigo kämpfen, aber scheiß drauf. Machen wir jetzt einfach. Schieß deinen Dunkelheitsspeer in ihn rein. Yo, yeah. Das gefällt mir. Lol, das sind sogar zwei. Nein, 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 nein. Absolut uncool. Ichigo, sei nicht so böse zu mir. So, und nochmal. Achso, jetzt verwandeln wir uns erst. Okay. Oh, fuck, ey. Egal, wir versuchen es einfach. Boah, Explosion hoch 10, ey. Nein, ich bin tot. Oh mein Gott. Das war nicht geplant. Naruto, zeig uns deine wahre Kraft. Verwandle dich in den Eremit-Modus. Mach irgendwas. Keine Ahnung. Jetzt ging die auch schon in den Victory. Okay, Leute. Das wird schwer. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Jetzt hat er schon wieder meinen Fisch. Ne, doch nicht. Er hat es doch nicht kaputt gemacht. Dachte schon, ey. So, und nochmal. Lass mich mal hier weg. Nein, fuck, ich hab gedacht, ich treffe ihn. Fuck. Egal. So, ihr müsst mir mal auch mal wieder in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt wirklich besser kämpfe oder so, weil das würde mich schon mal gerne interessieren. Ich habe es ja schon mal im Part gesagt, ich würde euch auch gerne ein bisschen Skill zeigen, denn das ist mir schon irgendwie wichtig, dass ihr was Schönes auf die Augen bekommt. Nicht, dass ihr sowas wie Spammer oder Langweiler bekommt, also nee, nee, nee. Das wäre ja langweilig. So, hier durch, zack.
Mittlerweile weiß man halt auch irgendwie, was man drücken muss, irgendwie in dem japanischen Menü. Man lernt es halt auswendig so ein bisschen. Auch wenn man nicht versteht, was da steht und so. Also von daher. Ich habe mir auch mal überlegt, so eine deutsche Übersetzung zu machen. Aber das überlege ich mir halt nochmal genau, weil das ist schon ein kleines Stückchen Arbeit, um sowas zu produzieren. Aber gucken wir mal, wie gesagt. So, dann filmen wir uns nochmal schnell auf hier, wenn wir schon hier sind. Und segeln runter, 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 runter. Ich glaube, wenn ich das jetzt noch weiter sagen würde, ihr würdet aufhören zu gucken. Nein, du, verpiss dich, ich will nicht kämpfen. Oh, fuck. So, weiter. Und es donnert wieder. Mann, Mann, Mann. Also ich habe dieses Video am Freitag aufgenommen. Wenn es bei euch am Freitag auch gedonnert hat, dann Brofist durch das Internet. Und ja, dann passt das auch. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem Vulkangebiet, wo Akainui ist. Eieiei. Jetzt brauchen wir erstmal was, um diesen Felsen, glaube ich, wieder wegzusprengen. Was waren das nochmal? Ach ja, das war dieser Riesendildo, was man vorne ans Schiff dran macht. Dieses riesen rote Ding da. Ach, keine Ahnung mehr, wie das heißt. Ach, kriegt man den auch jetzt in unser Team? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Tsuna von Hitman Reborn. Ist schon mal eine Abkürzung. Ich weiß, dass er einen anderen Namen hat, der Anime. Also noch ein... Irgendwas mit H. Den vergesse ich aber immer. Deswegen sage ich Hitman Reborn. Ist ja eigentlich irrelevant, was ich da sag. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt müssen wir wieder dahin segeln. Ich habe ja auch nichts anderes zu tun. Ach ja... Ich probiere mal kurz was. Ah, ne, okay. Aber was passiert, wenn ich denn hier X drücke? Okay. Ja, okay, okay, okay. Weil es gibt irgendwo so ein Feld, was auch einen blauen Ring hat. Und wenn man da Dreieck drückt, dann muss man gegen so einen Boss kämpfen. Und den kriegt man dann sogar für sein Team. So hat mir das einer geschrieben. Deswegen wollte ich das jetzt mal kurz testen. So, jetzt gehen wir mal in die neue... Welt, sagen wir es mal so. Die neue Welt der J-Star-Helden. Nicht in die neue Welt der One-Piece-Helden, aber das wisst ihr ja mittlerweile. So, und das haben wir auch schon. Ach ja, ich wollte ja noch in den Shop, das fällt mir gerade noch ein. Mann, bin ich schlau. So, der Shop ist hier und... Yeah, bin ich nicht gut oder bin ich gut? Also, wir kaufen uns erstmal wieder ein paar Charaktere. Das ist eigentlich sinnlos, wenn ich mir die kaufe, weil die sind eh nur für den Privat, die werdet ihr eh nicht zu Gesicht bekommen. Muhahaha. Der letzte Akainui, den ich kaufen muss, alles klar. Okay, jetzt haben wir eigentlich so gut wie alles gekauft. Ich klicke mich nochmal so ein bisschen durch hier, ob ich einen vergessen habe. Sieht nicht so aus. Ne, nur Akainui fehlt noch, okay. Jetzt gehen wir mal ins Schiff ran. Und das war vor das hier. Ich kaufe jetzt einfach mal 5 Stück, das sind 2500 Punkte, das ist auf jeden Fall, das kann man bezahlen. Jetzt gucke ich mir das mal an, ob wir wirklich ein paar Karten bekommen haben. Ah, das wäre so schön, wenn wir uns ein bisschen stärker machen können. Hier war das, glaube ich. Nein. Dann war es hier auch nicht. Dann war es hier. Yep. Hä? Hä? Warum ist das jetzt weg? Hä? Okay, aber habe ich nicht noch mehr Karten hier so ein bisschen? Sieht wohl nicht so aus, aber... Hä, warum ist das jetzt wieder zugegangen? Ach, keine Ahnung. Ach, bin ich im... Ach so, alles klar. Jetzt hat der Papa Spooky das hier verstanden. Wie kann ich ihn da wieder reintun? Ich brauche die jetzt nicht. Ich brauche diese Dreckskarte nicht. So, jetzt. Ey, Kollege, geht doch eins weiter jetzt. So, zurück. Perfekt. Können wir hier irgendwas reinmachen? Fuck, wir haben wirklich ja nichts. Aber es kann so nicht sein. Wo kann man sich Karten kaufen? Ich würde das so gern wissen. Der Shop war hier, glaube ich. Ja. So, wir gucken halt, ob wir so ein paar normal... Aha! Wir haben gerade 5 Sachen gekauft, also... Ah, okay. Hier kriegen wir die Karten raus. Alles klar. YOLO. Ja, dann machen wir die einfach mal alle, holen uns die einfach mal alle. Kann man auch Goldkarten oder Goldmünzen kaufen oder irgend sowas, dass ich Goldkarten kriege, weil das wäre mir eigentlich ein bisschen lieber.
Ich würde mal sagen, ich kaufe mir nochmal schnell ein paar. Weil so teuer sind die jetzt nicht. Ich glaube, hier kommt Silber und hier kommt dann Gold. Ja, so muss das sein. Ich kaufe mir mal 15 Stück noch. Dann habe ich insgesamt 20 Karten. Vom Geld her reicht es sowieso. Können wir eins vielleicht noch was Neues kaufen hier? Jupp, das ist auch einzeln. Das sind wahrscheinlich Ausrüstungsdinger für unser Schiff. Das kaufen wir uns auch alles noch. Was ist das hier? Nee, das kann man doppelt kaufen. Das lassen wir mal lieber. Weil sowas ist nie gut. In meinen Augen. Jetzt muss ich aber gucken, was ich da noch gekauft habe. So, unser Schiff ist das hier. Jo. Okay, wir rüsten einfach mal alles aus, was es gibt. Da gibt es nichts mehr zum Ausrüsten. Perfekt. Okay, wir sind schon eindeutig schneller geworden. Was wir jetzt noch dazu gelernt haben, keine Ahnung. Aber wir machen jetzt noch die Münzen schnell. Die will ich auch noch in den Automat rammen. Okay. Ja, hier stimmt. Ich war ja schon. Ich bin voll vorbei. Aber egal. Zack, alles rein. Kann ich da nicht irgendwie alle auf einmal machen, weil mehrmals drücken ist so langweilig. Sollen sie halt alle 10 Münzen gleichzeitig reinstecken und mehr als 10 Karten rausgeben. Von daher. Mann. Schon nervig. Oh, wir haben eine Special-Karte bekommen. Und nochmal. Weil es funkelt ja im Hintergrund so. Oder tut es immer funkeln? Keine Ahnung. Oder bin ich jetzt doof? Nee, guckt jetzt zum Beispiel nicht. Also ist das eine schlechtere Karte. Und nochmal. Und nochmal. Madara haben wir bekommen. Oh mein Gott. Also ihr könnt mir ja mal reinschreiben, wenn ihr wisst, was zu verstärken sind, die Karten. Dann könnt ihr mir das ja mal gerne reinschreiben. Aber jetzt werde ich mir die noch ausrüsten. Denn wir wollen ja auch stark wirken im Team, im Kampf. Keine Ahnung, whatever. Das war hier, glaube ich. Mann, das muss ich jetzt auch noch auswendig lernen. Ja, hier war es doch. So, zack. Alles klar. Ich glaube, die werden nach Rang sortiert, kann das sein? Weil warum ist die hier? Das ist eine 4-Sterne-Karte. Ist eine Goldkarte sogar. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt auch nicht. Egal. Oder kann man das irgendwie sortieren lassen? Tatsächlich. Also hier kann man es durch Rang, glaube ich. Jetzt ist die auch ganz weit vorne und alle 2-Sterne-Dinger sind vorne. Ja, so wollte ich es. So, Ruffy dahin. Madara. Kann ich das auch dahin? Nee, das geht nicht. Dann den. Den tun wir auch dahin. Hä? Oh, ein Combination Bonus. Das finde ich natürlich atemberaubend jetzt. Irgendwie nicht. keine Ahnung, tun wir den auch noch rein. Oder vielleicht können wir Boa Hancock reintun. Vielleicht kriegen wir da auch eine Kombination. Nee. Mann, ich würde gern wissen, was so eine Kombi ist. Wen haben wir denn noch? Vielleicht kriegen wir irgendwie noch eine Kombi hin. Tsuna sieht mir irgendwie so aus, als ob der... Nee, auch nicht so. Okay, ja, keine Ahnung. Dann tun wir halt die andere wieder rein hier. Diese hier, die 2 Sterne. Wie heißt der? Shinata? Ah, und da können wir noch eine reinstecken. Das finde ich sexy, Leute. Das finde ich richtig sexy. So, oh, ist die Steuerung scheiße. Keine Ahnung, wen wir da noch reintun können. Na, nimm mal Boa. Soll ja die bessere sein. Bora Hancock. Ist okay jetzt. So, wie kann ich... Hä? Ja, ich will da wieder raus. Ah, jetzt, okay. Was kommt hier rein? Das würde ich auch mal gern wissen. Also, weiß ich immer noch nicht so ganz. Nee, das funktioniert nicht. Okay. Können wir... Ach, die ganzen Felder können wir auch benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine Auswirkung hat, ob die ganzen Felder zählen, aber wir können es ja einfach mal machen. Von daher, wir haben ja die Zeit jetzt kurz. Nee, okay, das sind immer so Karten. Also so Kartensets, die wir wahrscheinlich für einen Kampf benutzen. Alles klar. Ja, wir benutzen auf jeden Fall das hier. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nur gestärkt und nicht geschwächt. Weil das wäre ja irgendwie... Ah, okay, da steht auch minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 3. Oh Gott, ich habe Angst, ey. Naja, egal, wir testen es jetzt einfach mal. Also ihr könnt mir ja gern schreiben, wenn ihr euch so auskennt mit diesen Karten.
Er kennt sich bestimmt der Zui aus, dieser, ja, Zui, er weiß, wenn ich, also derjenige, den ich jetzt anspreche, der weiß es. Wenn du weißt, was die Karten so für Wirkungen haben, dann schreib mir einfach das rein und welche ich rausmachen soll, das kannst du mir auch ruhig schreiben, also dann mache ich das auch. Weil du hast da, glaube ich, die meiste Ahnung von, was ich da schon so alles von dir gelesen habe. Von daher, baller es einfach rein. Aber jetzt tippen wir, jetzt haben wir aber lang gebraucht mit den Karten. Versuche noch zwei Kämpfe reinzukriegen. Aber wir nehmen jetzt mal wieder einen anderen Charakter. Das wäre eigentlich ganz nice, wenn der zu uns ins Team kommt, weil der gehört ja auch zu Hunter x Hunter. Müsste eigentlich zu uns kommen. So. Tippeli-Tap. Ja, ist okay jetzt. Ich weiß eh nicht, was ihr redet. Ich will campen. Ich will campen. Der hat irgendeinen Plan, das wissen wir auch schon. YOLO, YOLO, YOLO. Oh Gott, nicht die schon wieder. Lass, zack, jetzt bloß nicht, ich muss mit der kämpfen. Bitte nicht. Oh ja, die kämpfen wahrscheinlich gegen uns. Ja, die kämpfen gegen uns. Ja, ich will auf jeden Fall mal jemand anderen wieder benutzen. Ach, der ist bei uns im Team. YOLO, warum nehmen wir den dann nicht? So, dann noch ein Gorn. Und dann nehmen wir doch einfach das ganze Hunter x Hunter Team. Der gehört auch noch dazu. Und dann passt das auch. Killua. So, ich nehme jetzt einfach mal rechts. Na, scheiße. Es war so klar, ich habe einmal getroffen und nicht mal eine Trophäe bekommen. Also von daher, scheiß drauf. Diese 200 JP-Punkte. Dafür mache ich das nicht, diesen Aufwand. Und er trifft mich mit seiner blöden Rakete. So, dann gehe ich auf Arale, oder wie die heißt. Ich habe ja immer Aral gesagt, aber ich soll das E betonen. Von daher machen wir das doch mal. Arale. Mann, jetzt kacke ich wieder nur ab. Willst du mich eigentlich verscheißern? Blöde Tussi. So. Sag mal, was hatten die genommen? Meine Leben sind schon fast weg. Lass mich bloß in Ruhe jetzt. Anscheinend kann man irgendwie den Blitzmodus aktivieren. Habe ich auch schon gelesen. Moment, das muss ich mal probieren. Irgendwas habe ich gelesen, was man machen kann. Ich glaube, mehrmals Kreis drücken? Ne, auch nicht. Mal R1 Viereck, vielleicht da was? Ne, da hat er nur ein Jojo. Okay, dann vorne. Ich glaube, das ist es doch, oder? Ja, was passiert jetzt hier? Passiert hier nicht mehr. Ah, wir haben den Blitzmodus. Perfekt. Alles klar. Dann weiß ich das jetzt auch. Genau das habe ich gesucht. Das habe ich einmal irgendwo im Video gesehen und fand es so geil. Oh, jetzt mache ich euch alle fertig, ey. Das ist mein Charakter. Helf mir. Schieß deine Blitze oder deinen Laserstrahl, was auch immer. So, zack, zack, zack. Und nein, 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 nein. Du besiegst mich bestimmt nicht. So, wir haben uns wieder zurückverwandelt. Aber egal. Wir machen jetzt das kleine Mädchen fertig. Oder den kleinen Cyborg. Ist ja kein Mädchen. Das Mädchen-Cyborg oder so. Cyborg-Mädchen, whatever. So. Kann ja mal sagen, du darfst jetzt sterben. Das ist deine Bestimmung. Ach, ich mag den Typen. So, wenn wir schnell sind, dann kriegen wir den auch noch. So, perfekt. Den müssen wir auf jeden Fall kriegen. Los geht's. What? Warum habe ich den nicht bekommen? Kann man das schützen? Wusste ich gar nicht, oder? Keine Ahnung. Fuck, ich war zu spät. Mann, lasst mich in Ruhe. Ihr seid doof. Ich mag euch nicht. So, 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 so. Wisst ihr was? Ich mach dieses Mädchen hier, weil es mich nervt. Ach, jetzt kommt das mit dem Countdown wieder. Jetzt muss ich mal ganz kurz weglaufen, weil ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich das trifft. Scheiße. Was ist denn das? Warum fällt da so viel Zeug runter? Mann, Digga. Du mit deinen Sandalen, ey. Und los, halten auf, Gorn. Okay, das hat nicht so ganz geklappt.
Schieß sie ab. Warum schießt er sie nicht ab? Ich glaube, wir verlieren den Kampf noch. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wir den noch verlieren. Wegen meiner Dummheit. So, nix da. Nein, ich will nicht sterben. Scheiße. Egal, dann versuche ich mich jetzt mal schnell zu verwandeln. Weil irgendwie, wo ich mich verwandelt habe, hat es so ganz schön ziemlich geklappt hier, das Ganze. Okay, ist da jetzt irgendwie ein Unterschied? Nee, oder? Wir versuchen mal das hier. Ach, wir können uns nochmal verwandeln? Nee. Hä, warum bin ich jetzt so unsichtbar? Egal, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall geil aus. So. Oh, lass mich in Ruhe. Lol, wie das hier einfach hinlegt. So, und tschüss. Leute, das ist ein Kombo. Nicht denken, dass ich das immer spam oder so. Wow, das sah jetzt nicht so ganz gesund aus. Sag bloß, ich bin jetzt in diesem Schatten und lade mich auf. Ach, das wäre geil gewesen. So, zum großen Finale gibt es jetzt nochmal meine schöne Attacke. Aral, bist du bereit? Ich hoffe. Toll. Kamera for the win und so. Boah, voll getroffen. Also, wenn ich sie jetzt nicht besiege, dann weiß ich auch nicht. Zack. Geht doch. Läuft bei mir. Okay, die hat kein Höschen. Bestimmt hat der rechte Typ da hinten ein Höschen. Der hat bestimmt eins. Da bin ich mir sicher, Leute. Aber sowas unsicher. Naja. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich diesen Spitzbohrer da oder diesen... Keine Ahnung, was das war. Wenn ich mich nicht irre. Das müsste eigentlich so jetzt kommen. Der Typ schließt sich wahrscheinlich unserem Team an. Ach nee, die Kanone kriegen wir. Alles klar. Und dann können wir den Felsen wegspringen. Ja, dann kriegen wir diesen Spitzbohrer oder was das war. Dann kriegen wir den doch erst später. Dann habe ich das ein wenig verwechselt. Aber jetzt kommt, glaube ich, diese Mission, wo auch ich das Schiff wechseln muss, glaube ich. Und der mit dem weißen Haaren kommt jetzt wahrscheinlich in unser Team. So stelle ich mir das vor. Und wir müssen den, glaube ich, zu seiner alten Crew oder so bringen. Kann sein, ich weiß es nicht. Oh, ich laber gerade nur Bullshit. Ja, er ist in unser Team. Aber ich glaube, wir wechseln die Seiten jetzt ganz kurz. Eieiei, ich weiß es echt nicht mehr. Zack, bloß, jetzt kommt auch noch ein Vergangenheitskampf. Dann machen wir den aber auch noch. War eigentlich nicht so geplant, weil ich wollte jetzt eigentlich einen Cut machen. Aber es sieht gerade danach aus. Tatsächlich. Ja, Leute, dann habt ihr Glück gehabt. Es gibt jetzt noch einen Kampf. Aber mit dem Typ kriege ich das ja eh schnell hin. Der ist ja ziemlich unfair in meinen Augen. Also, von daher mache ich das doch gerne. So, bereit da hinten bombardiert zu werden von mir. Und los geht's. Keine Chance. Und nochmal. Ich feiere den Typ. Kann der sich aufladen? Scheiße, der lädt sich auch da auf da hinten. So, wir können ja mal das hier machen. Unseren Helikopter war's. Okay. Riesen Beyblade. Und nochmal, weil es so schön war. Also ist schon krass. Also ist wirklich krass unfair, der Typ hier. Was haltet ihr davon? Scheiße, der hat mich noch erwischt. Das müsst ihr mir mal echt reinschreiben. Findet ihr den nicht unfair? Guckt euch das doch mal an. Okay, jetzt habe ich nicht getroffen, weil ich hochgeschossen habe. So, fertig? Ja, komm, mach mal irgendwas. Bitteschön. Ey, unglaublich, wirklich. Unglaublich. Kann ich das auch aufladen? Nee, geht leider nicht. So, dann kriegt jetzt hier mein Helikopter wieder. Hä, wo ist der? Ach, das macht es. Oh mein Gott, ist das geil. Der Helikopter beschießt ihn. So, wir können uns ja irgendwie auch hinlegen. Warte mal, war's das gerade? Ja, komm. Komm, mein Süßer. Scheiße, das kostet Energie. Können wir uns eigentlich aufs Haus legen? Das wäre ja nochmal schöner. Nein, mach das Haus bitte jetzt nicht kaputt. Ich brauche das Haus, ich will was testen. Mann, ich komme nicht aufs Haus. Ey, ist so eine Scheiße. So, aufs Haus legen. Ach, wie geil. Ach, ich feiere den Typ.
So, dann noch diese Musik im Hintergrund, diese fröhliche Musik. Das passt einfach. So, und hinlegen. Schieß. Oh, zu spät. Einmal will ich das jetzt noch machen. Schieß. Zack, 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 zack. Fuck, ich habe überhaupt keinen Schuss getroffen. So, füll dich auf, füll dich auf, füll dich auf, komm. Wir haben eine Mission hinterm Gebüsch. Ach, wie geil. So, weiter geht's. Nee, 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 nee. Wo sind wir denn hier? Ich feiere es wirklich so sehr. Und zack. Und weil das Ganze so schön war, gibt's noch eine Abschlussrakete. Viel Spaß. Ach, das war erst der erste Leben, okay. Egal. Mit dem einen Balken oben müssen wir noch voll kriegen. Boah, der macht Bauchplatsche, ey. Zack, zack und tschüss. Sag, wenn du bereit bist, dann kriegst du die nächste Rakete ab. Aber ein bisschen fülle ich mich jetzt noch auf. Noch ein bisschen. Du kannst noch mehr aufladen. Fülle ich noch mehr auf. Da kann ich mehr auffüllen. Scheiße. YOLO. Dann machen wir das nochmal so. Vielleicht treffe ich ihn jetzt nochmal, wenn ich schnell schieße. Bitte, bitte, treff ihn, treff ihn, treff ihn. Ja, perfekt. So, aktivieren. Ich hoffe, ich treffe den jetzt. Ich versuche ihn gleich zu schlagen, dass es ihn auf jeden Fall trifft. Ja, übertreib's nicht. Nein! Gott, bitte, bitte treff ihn noch. Ich habe zu schnell geschossen. Und. Scheiße. Aktiviert haben wir es auf jeden Fall nochmal. Das ist gut. Ich will den unbedingt treffen, dann soll er mich halt schlagen. Dann tue ich halt nur schützen, weil dann trifft ihn auch. Oh, mach schneller Zeit. So. Das ist wie so eine Zeitbombe, keine Ahnung. Naja, okay, da kommt kein extra Video. Aber dafür kommt das hier. Dein Ende. Scheiße, der hat es überlebt. So, viel Spaß mit meinem Heli. Der knallt den voll ab. Und ich kann ihn abschießen. Das ist so unfair, wirklich. Stellt mal vor, man spielt es online und jeder nimmt den, also das Gegnerteam nimmt nur den. Und jeder macht einen Helikopter, schießt mit den Raketen rum. Also schon krass, wirklich. Ich weiß nicht, ob man Doppelcharaktere nehmen kann im Online, aber wenn ja, oha, ganz ehrlich, oha. Das wird krass. Das wird richtig krass. Aber dann haben wir das jetzt auch geschafft, den Vergangenheitskampf. Der Typ wollte eher aufs Fressbrett, aber egal. YOLO. Und nun? Was passiert nun? Jetzt müssen wir erst uns wieder durchklicken. Der hat wahrscheinlich einfach seine Geschichte erzählt. So hier, Leute, ich habe gegen den gekämpft. Der war übelst stark und so. Naja. So, jetzt haben wir erklärt bekommen, wie wir mit den Raketen schießen können oder mit den Bomben. Ich kann es euch ja nochmal demonstrieren. Oh, boom. Und boom. Ne, okay, lieber nicht. So, Leute, dann war's das jetzt auch von diesem Part. Das war jetzt sogar noch länger. 33 Minuten sogar. What the fuck, man? Naja, ist jetzt eben so. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem Polizistentyp da? Findet ihr den nicht unfair? Schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder. Ich bin euer Spooky. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.